Good evening and welcome to this evening's talk by Dr. Maurice Tadros. We're delighted to have Dr. Tadros back with us. She was here in 2012 in a very different time in Egypt. Things have changed considerably, and we're eager to hear what she has to say about the current situation. So as I mentioned, Dr. Tadros was here in 2012. At that time, CSI had just recently issued a genocide warning because we were very concerned about the trends in the region following the Arab Spring uprisings. The movements were becoming more secular, more violent, and we had good reason to be concerned about the survival of the Christian communities and other religious minorities in the region. At that time, Iraq was still in turmoil. There was uprising in Syria that was taking a very heavy toll on the minority communities. And also in 2012, there were similar developments in Egypt when the Muslim Brotherhood government was in power. There was increasing violence against religious minorities, against women. There was a push towards the imposition of Sharia norms. Things have not changed so much in Iraq and in Syria, but they have in Egypt. For better or worse, I'll leave it to you to decide, and I will leave it to Dr. Tadros to help us think through where Egypt is today and what the prospects are for social pluralism in the Egypt of General Sisi and his regime. Dr. Tadros. Zuallererst möchte ich aufnehmen, was Dr. John Eibner sagte, indem ich auch danke. Danke, dass ich hier sein darf und dass Sie gekommen sind, damit wir gemeinsam über die Dinge nachdenken, die nicht nur Ägypten betreffen, sondern die ganze Welt. Wo immer wir sind, gibt es diese Auswirkungen davon. Ich möchte auch Christian Solidarity International für die Einladung danken. Es ist mir ein großes Vorrecht und Privileg, hier zu sein. Ich habe so viel gelernt von diesen Debatten, die wir hier führten, als ich 2012 da war. Nun möchte ich auf verschiedene Themen eingehen. Und zwar möchte ich mal anschauen, was die Situation in Syrien heute in Ägypten für Syrien bedeutet und die ganze Region. Dann möchte ich auch auf die Perspektive eingehen, die, soviel ich glaube, vielleicht täusche ich mich zwar, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich wo die Leute oder wie die Leute aus der Region auf diese Veränderungen eingehen. Es gibt die Elite, die politischen Führer, aber dann hörten wir wenig von den Leuten. Wir hörten viel 2011 von der ägyptischen Revolution, man sah die Leute auf den Plätzen, man sah die Leute, die demonstrierten, aber die Stimme der Leute fehlte in den Medien und es schien, als ob der Fokus ganz allein auf den politischen Eliten läge, besonders während den Wahlen. Und ich möchte den Blick weiten. Ich möchte schauen, wie die Leute ihre Stimme erhoben in Bezug auf Pluralismus in den letzten Jahren. Ich werde nicht sehr auf die Geschichte eingehen, obschon die Geschichte ganz wichtig ist, weil dort begründet ja alles. Und wenn wir diskutieren, spielt das sicher eine Rolle. Wir hatten eine ganz interessante Situation in Ägypten, wo während 4 Jahren wir 4 verschiedene Leiter hatten. Nach der ägyptischen Revolution, Februar 2011, hat das Militär den Marschall Tantawi eingesetzt. Das war so arrangiert von der Jugendrevolution und auch anderen politischen Kräften. Das war eine Interimlösung, bis dann ein demokratisch gewähltes Parlament an die Macht käme. Also ein Jahr später hatten wir dann Präsident Morsi von den Muslimbrüdern, der das Amt übernahm, Juni 2012, bis er abgesetzt wurde, ein Jahr später. Dann hatten wir einen Interimpräsident und der war der
Vorsteher des Verfassungsgerichts, Adli Mansour, also ein Richter natürlich. Und er war auch etwa ein Jahr im Amt. Und dann kam der frühere Verteidigungsminister, der war unter Präsident Morsi Verteidigungsminister. Er wurde dann eingesetzt, General al-Assisi, der jetzt immer noch Präsident ist, al-Sisi. 2011 bis 2014 heißt das, wir haben zwei große Aufstände. Präsident Mubarak wurde abgesetzt, dann wurde Präsident Morsi abgesetzt. Das bedeutet, dass sehr viel Veränderung in kurzer Zeit politisch stattgefunden hat. Und das wirft doch Fragen auf. Fragen, die wir uns vielleicht stellen möchten und auf die wir eingehen möchten. Wenn wir nun diese erste Folie betrachten, sehen wir da die Armee, dann die islamistischen Zivilkräfte, aber nicht gewählt, aber kurz, und dann wieder jemand von einem Armeehintergrund. So, und die erste Frage, die sich stellt, hat es eine andere Wahl gegeben in Ägypten, als die Menschen diesen Aufstand vorantrieben, anstatt ein islamischer Leiter oder Militärleiter hätte jemand anders das Land regieren können? Nun, es ist immer schwierig, im Nachhinein zu fragen, hätte es auch anders herauskommen können, denn es gibt immer eine bestimmte Konstellation und Faktoren, die zu etwas führen und man kann es ja nicht wiederholen. Die andere Frage, die sich stellt, ist, haben die Ägypter die Demokratie abgelehnt, als sie gegen Herrn Morsi aufstanden? Der ist ja gewählt worden als Präsident. Wieso konnten die Leute nicht noch 3 Jahre warten bis zu den nächsten normalen Wahlen, dass er seine Amtszeit beende, bevor man jemand Neuen einsetzt? Haben sie damit der Demokratie den Rücken zugewandt, ist also die Frage. Und die dritte Frage hat mit dem Jetzt zu tun. Ist es, als ob die Revolution nie stattgefunden hätte? Ist es, als ob die vielen Jungen, die an der Revolte teilnahmen, die auch viel ihr Leben verloren, ihre Glieder, ihre Augen und so weiter verloren, ist die Situation heute jetzt genauso, als ob diese Revolution gar nie stattgefunden hätte? Und viertens, die Situation und was in Ägypten geschehen ist, was bedeutet das nun für Syrien und die ganze Region? Können wir da Lektionen daraus ziehen, wenn wir die zukünftigen Szenarien für Syrien betrachten? Sicher haben Sie noch andere Fragen. Ich versuche mich auf 40 Minuten zu beschränken, damit wir nachher auch Zeit haben für Fragen, dass ich auch von Ihnen lernen kann und wir diskutieren können. Ich möchte mit 2 Geschichten beginnen. Und ich werde diese Geschichten miteinander verbinden und mit Fragen der Geschlechtergleichheit und des religiösen Pluralismus verbinden. Im Dezember 2011 gab es diesen Protest gegen das Militär und die Frau, die Sie am Boden sehen auf diesem Slide, sie war angezogen in einem schwarzen Abaya, das ist so eine Schleierkleidung, nicht Schleier über dem Gesicht, aber diese Schleierkleidung, die den ganzen Körper zudeckt. Und sie hat friedlich gegen das Militärregime demonstriert. Sie hat demonstriert, weil sie den Eindruck hatte, dass die Armee Ägypten nicht transparent regierte oder nicht auf eine Demokratie hin regierte. Und da kam jemand vom Militär, Sie sehen dieser Militär, um die Frau herum und schleppte sie am Boden entlang auf dem Tahrirplatz und hat den Schleier von ihrem Kopf weggerissen und ihren Körper freigelegt, so wie Sie das auf dem Bild sehen. Dann, vor ein paar Wochen, in einem armen Dorf im oberen Ägypten, ein Gebiet, wo es viel Armut gibt und viel Marginalisierung, politisch und wirtschaftlich, ist diese 70 Jahre alte Großmutter auch ihrer Kleider entrissen worden, also ausgezogen worden auf der Straße. Und 3 oder 4 Männer haben alle ihre Kleider vom Leib gerissen und sie so nackt über die Straße geschleppt. Nicht um jetzt zu sagen, dass Ägypter Freude haben, Frauen auszuziehen auf der Straße, das behaupte ich überhaupt nicht, wenn ich das erzähle. Was ich hier aufzeigen will, ich will diese zwei
Ereignisse miteinander verbinden, weil sie so wichtig sind in dem, was dann als Reaktion in der Gesellschaft ausgelöst wurde und wie unser Verständnis in Bezug auf Rechte und Demokratie dadurch geprägt wurden. Wieso diese Frau im 2011, wieso wurde sie ihrer Kleider entrissen, ausgezogen? Weil ich glaube, das Militär wollte den Frauen eine Botschaft aussenden. Genügend mit diesem Protest. Geht nach Hause, demonstriert nicht mehr, seid zufrieden mit unserer Regierung und Punkt. Das war die Botschaft. Dann diese 70 Jahre alte Großmutter, wieso hat man ihr die Kleider vom Leib gerissen? Weil sie zufällig die Mutter eines Mannes war, von dem man munkelte, er hätte eine Affäre gehabt mit einer Muslimin. Und die Muslimin, der Mann Christ und die Frau, die hatte gegen ihren Mann einen Gerichtsfall eingeleitet und gesagt, ihr Mann habe sie falsch angeklagt, dass sie eine Affäre gehabt habe mit jenem anderen Mann. Und dieser Mann, von dem man munkelte, er hätte eine Affäre gehabt und der wurde aus dem Dorf vertrieben oder flüchtete, weil er Drohungen bekommen hat, hat man dann seine 70-jährige Mutter bestraft für diese Gerüchte betreffend den Sohn. Und die junge Frau, die eben deren Kleider ausgezogen wurden und die war in den diesen normalen Bauerskleidern angezogen, das hier rechts sitzend, ist eine andere Familienangehörige. So, ich glaube, in beiden Fällen haben wir da eine Situation, wo die Identitätsfragen angegriffen wurden. Man hat die erste Frau im Bild als die Frau im blauen Büstenhalter dann gekannt im Land. Und die Frage ist dann, wohin geht Ägypten? Und es gab Protest dagegen und es gab die Verbindung zwischen den Muslimbrüdern und der Armee und der Jugendrevolution und andere waren gegen diese Verbindung der Muslimbrüder mit dem Militär. Und die Botschaft an die Frauen war, akzeptiert, dass wir jetzt an der Macht sind. Akzeptiert das, ihr seid an der Revolution gegen Mubarak beteiligt gewesen und jetzt, das heißt jetzt nicht, dass ihr weiterfahren sollt zu protestieren. In Suazebe, diese 70 Jahre alte Großmutter, ihr Fall, das war vor ein paar Wochen, das war eine Botschaft gerichtet an die Kopten. Und es hieß in dieser Botschaft, Achtung, Achtung, wir können euch erwischen. Wir können euch beibringen, wie ihr demütig und sanftmütig an die Wand steht und nicht euch selber verteidigt. Wenn wir als ganze Gemeinschaft uns gegen euch wenden, habt ihr Stille zu sein. Im Falle dieser Großmutter ist es so, dass 5 Häuser, die Kopten angehören, niedergebrannt wurden, auch am gleichen Tag, als man ihr die Kleider wegriss. Und da war auch wieder eine Botschaft dahinter an die Kopten. Dann 2011, als man diese junge Frau der Kleider beraubte mit dem blauen Büstenhalter, hat das zur größten Frauenprotestbewegung in Ägyptens Geschichte geführt, seit die Frauen sich gegen die Kolonialisten des britischen Königreichs erhoben. Ich war dabei, da gab es Frauen aus allen Klassen, Altersgruppen, auch Männer und alle waren auf dem Tahrirplatz. Er war voll, dieser Platz. Und es war so das Gefühl, dass die Menschen wütend waren. Nicht, oh, diese arme Frau, oh, dieses Opfer, man hat ihr die Kleider vom Leib gerissen, sondern die Atmosphäre war, das Militär sollte sich schämen. Diese Frau wird eine Heldin und wir werden diese Frau feiern, auch wenn wir ihre Identität nicht kennen. Sie wurde wie eine Ikone dieses Freiheitskampfes. Was jetzt Suazebet anbelangt, die koptische Großmutter, dort hat es so eine Einheit ausgelöst von verschiedenen politischen Kräften in Ägypten, die plötzlich gemeinsam aufstanden gegen das Regime an der Macht und sagten, die müssen Rechenschaft ablegen, der Gouverneur muss Rechenschaft ablegen von Almenia, der Gouverneur, wo sie gewohnt hat. Und dann das Innenministerium muss erklären, wieso die Polizei die Frau nicht geschützt hat.
Das kam dann vors Parlament und das Parlament musste sich dann die Frage gefallen lassen, wieso haben die Autoritäten, die Behörden diese Frau nicht schützen können? Die Frau hat doch gesagt, sie sei bedroht worden und ihre Familie. Das hat sie einen Tag vor dem Ereignis der Polizei gemeldet. Wieso hat man sie nicht schützen können? Das wurde dann im Parlament als Frage gestellt. Ich erwähne also diese zwei Geschichten und die Reaktionen deshalb, weil wenn wir den Nahen Osten jetzt anschauen, haben wir das Gefühl, es gibt keinen Widerstand. Die Leute, die stehen gar nicht auf. Es gibt die arabische Revolte und jetzt den arabischen Winter und die Leute haben einfach akzeptiert, dass man die Rechte mit Füßen tritt. Aber es wird nicht gemerkt, dass Leute doch Widerstand leisten und zwar auf eine kraftvolle Art gegen dieses Niedertreten der Rechte. Und die brauchen Solidarität der internationalen Gemeinschaft. Die wollen, müssen wahrgenommen werden von der internationalen Gemeinschaft, damit man auch mit ihnen feiert, dass sie kämpfen für ihre Rechte. Was ich möchte im Fall von der Großmutter Swartabet ist, dass die Muslime, die Empathie zeigten, für ihren Fall in der Mehrzahl waren. Es gab viele muslimische Intellektuelle, die für sie aufstanden. Auch auf Facebook haben gesagt, das ist ja schrecklich, das ist inakzeptabel. Diese koptische Frau wurde ihrer Kleider entrissen, weil sie Koptin ist und weil sie eine Frau ist. Das ist eine zweifache Ungerechtigkeit gegen sie als Frau, gegen die Körper von Frauen und zweitens eine Ungerechtigkeit religiöser Art und Weise, unfaire Behandlung einer Koptin und Terrorisierung einer Koptin durch ihre eigene Gemeinschaft. Was die Gerechtigkeit anbelangt, in diesem Fall der blauen Büstenhalterfrau, haben wir den Feldmarschall Tantawi hier, der Erste auf dem Bild, der Oberste. Das war der einzige Fall, wo er sich entschuldigte. Also, es gab viele Menschenrechtsverletzungen und er hat sich nie entschuldigt. Aber nach diesen Protesten hat er tatsächlich gegenüber allen ägyptischen Frauen eine Entschuldigung ausgesprochen. Das war das einzige und erste Mal. Ich sage das, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle hinschauen, wo Dinge sich abspielen und die Geschlechtergerechtigkeit nicht eingehalten wird und dass wir nicht meinen, es geschieht nichts. Man muss hinschauen, man muss es thematisieren und es hat einen Einfluss und es kann sogar die Geschicke eines Landes politisch verändern. Klar, eine Entschuldigung bedeutet jetzt nicht, dass alles wieder gerade ist und richtig ist. Das Militär, das diese Frau entkleidete, musste nie vor Gericht stehen. Und auch im Fall der Großmutter, der Swartabet, diejenigen, die ihr die Kleider entrissen und die Polizisten, die sich nicht für sie einsetzten, als sie sagte, sie wäre bedroht, die auch müssen sich nicht verantworten vor Gericht. Es ist kompliziert. Das heißt, auf der einen Seite hat man gewonnen an Einfluss und Gehör und auf der anderen Seite konnte man doch nicht wirklich durchbrechen, um die Gleichheit, die nötig ist, zu erwirken. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit der beiden Fälle. Wenn wir schauen, wer die Leute sind, die diesen Kampf unterminierten, der jungen Frau, deren Kleider vom Leib gerissen wurden und dann die alte Frau, deren Kleider vom Leib gerissen wurden, die nicht ihren Fall unterminieren wollen, da finden wir interessante Gemeinsamkeiten. Wir sprechen von einer jungen, revolutionären Frau und dann von einer alten, 70-jährigen Frau in einem Dorf. Was gemeinsam ist, in beiden Fällen waren die islamischen Kräfte gegen diese Kämpfe. Und wenn ich sage islamische Kräfte, meine ich nicht die Muslime, sondern ich meine ganz spezifisch islamische politische Kräfte, die politisch das organisiert haben, dass eine Führungs-
Art basierend auf der Scharia eingesetzt wird. Es geht um politische Führung. Ich spreche nicht allgemein von der muslimischen Bevölkerung. Das ist wichtig, denn genau die Muslime haben auch viel Sympathie ausgedrückt. Nicht alle, aber sehr viele Muslime haben auch viel Sympathie ausgedrückt für die beiden betroffenen Frauen. Was diese Frau im blauen Büstenhalter anbelangt, haben wir Zitate der Muslimbrüder, als man sie fragte, wieso sind sie nicht an der Seite der Frauen, die protestieren, dass man der Frau die Kleider vom Leib rissen? Die antworteten, wieso war sie überhaupt dort? Wieso war sie denn am Protestieren auf dem Tahrirplatz, fragten die Muslimbrüder. Und andere Reaktionen waren, wir gehen nochmal zurück auf dieses Bild, hier die Frau im blauen BH. Ach, diese Frau, die war ja zwar konservativ gekleidet, die hatte dieses lange Gewand gehabt, das den Körper überhaupt nicht zeigt, das bis zu den Füßen geht, aber darunter, also bitte, wieso hatte sie keine weiteren Kleider an? So wurde gesagt. Wollte sie denn ihre Unterwäsche zur Schau stellen, wurde gesagt. Bei der Großmutter Suad Thabet war die Reaktion auch sehr interessant, denn El-Assad-Institution, und das ist keine politische Partei, aber das ist die höchste Form oder das höchste Zentrum für islamisches Lernen für die sunnitische Welt. Und in dieser Al-Hasar, in diesem Zentrum, war die erste Reaktion auf den Fall der Großmutter Suad Thabet: Nun können wir uns nicht einfach zusammenfinden, uns die Hände reichen, uns versöhnen und dann wäre es wieder gut. Tönt ja an sich gut, ja, wenn man sagt, etwas Falsches geschieht und man versöhnt sich. Aber die Gefahr hinter diesem Vorschlag war, es sollte stattfinden anstelle der Rechtsstaatlichkeit. Also anstatt zu sagen, diese Täter müssen vor Gericht gestellt werden, Gerechtigkeit muss geschehen, haben sie gesagt, ach, wir machen das doch einfach informell. Wir lösen das informell und wir vergeben uns und dann ist Schwamm drüber, alles wieder gut. Ich glaube, zusätzlich noch zu einer dieser Gemeinsamkeiten geht es um die Sicherheit. Bei dieser blauen BH-Frau, deren Kleider man vom Leib riss, ging es um militarisiertes Territorium und anstatt dass das Militär sie schützte, griff das Militär sie an. Das heißt, der Sicherheitsapparat hat versagt. Und auch bei der alten Frau hat die Sicherheit versagt, indem die Polizei, anstatt sie schützte, sie angegriffen wurde von dem Pöbel. So, und behalten Sie diese beiden Fälle im Hinterkopf, weil ich dann noch einmal auf das zurückkommen werde. Ich höre hier mal auf damit. Eine der Reaktionen, die ich manchmal erhalte, wenn ich diese Diskussion auf den Tisch bringe, ach, Ägypter, das ist alles euer Fehler. Ihr hattet eine Regierung demokratisch gewählt und dann habt ihr euch gegen die Regierung aufgelehnt. Und hier möchte ich jetzt etwas zur Perspektive der Leute sagen. Wieso ist es so, dass ein Jahr nachdem Präsident Morsi an die Macht gewählt wurde, die Ägypter sich gegen ihn auflehnten? Und ist es der Fall, dass wäre er an der Macht geblieben, wäre die Großmutter Suad Thabet dann vielleicht nicht durch das gegangen, was sie jetzt durchmachen musste? Ich sage zwei Dinge. Erstens, dass eigentlich, glaube ich, die Situation noch schlimmer herausgekommen wäre, wenn Präsident Morsi an der Macht gewesen wäre in Bezug auf die koptische Frau. Ich werde noch erklären, weshalb ich das behaupte. Und zweitens sage ich, dass die Kämpfe für die Rechte der Frauen und religiösen Pluralismus, ich meine nicht nur die Rechte der Kopten, ich meine auch die Rechte der Baha'is, der Schiiten, der Atheisten, die Rechte aller Menschen gemäß ihrem Glauben frei leben zu können, meine ich. Also beide haben noch Schlimmeres erlebt und in beiden Fällen haben diese Kämpfe sich fortgesetzt und ich möchte, dass Sie jetzt verstehen, dass es ganz starke Bewegungen gibt, die für Gerechtigkeit kämpfen. Hätte es eventuell anders sein können, wenn die Muslimbrüder an die Macht gekommen wären?
Wieso glaube ich, dass dem nicht so ist? Wären Sie demokratisch gewählt worden oder sind Sie ja demokratisch gewählt worden? Heißt das, die Leute wollten Sie und dann hätten Sie doch vielleicht nicht so gehandelt. Ich behaupte Folgendes. Ja, Sie kamen durch eine Wahl an die Macht, das stimmt, aber die Ideologie des Regimes hat eine große Auswirkung auf Pluralismus und Gleichstellung. Wenn Menschen Sie in ein Amt wählen, bedeutet das nicht unbedingt, dass man jetzt dadurch eine inklusive politische Ordnung wählt. Was wir gesehen haben in Bezug auf religiösen Pluralismus und Gerechtigkeit der Geschlechter ist, dass da viel Unrecht geschah, also nicht Gleichheit gewirkt wurde. Die Muslimbrüder sagten bezüglich der Frau im blauen BH, wieso war die überhaupt am Protestieren? Als die ins Amt kamen, war der Diskurs über sexuelle Belästigung schlimmer geworden. Und viele Ägypterinnen, muslimische Ägypterinnen, die vielleicht einen normalen Schleier trugen, aber nicht diesen ganz konservativen Schleier, die wurden plötzlich stigmatisiert und man pushte sie auf der Straße in Ägypten, damit sie konservativere Kleidung trügen. Und für die Koptinnen war es noch viel schlimmer, wenn die Koptinnen insbesondere aus armen Gebieten kamen. Diese Koptinnen wurden nicht nur sozial stigmatisiert, weil sie ja gar nicht verschleiert waren, sondern man machte diese Verbindung zwischen ihnen und der Religion. Wir werden euch dazu bringen, euch zu verschleiern. Wir werden euch dazu bringen, euch unserem System der Muslime anzupassen. Das war vielleicht nicht im Gesetz so, nicht so, dass der Präsident Morsi das angekündigt hätte, aber täglich auf der Straße ist es, was Sie erfuhren, besonders in ländlichen Regionen und besonders in den armen Regionen Ägyptens. 40% der Bevölkerung in Ägypten sind arm. Wir sprechen also nicht über eine Minderheit, wenn wir von den armen Menschen sprechen. Dann der zweite Punkt ist, dass in Bezug auf die Kopten, ich glaube, dass der Fall von Soatabet noch schlimmer gewesen wäre, denn im Fall der Großmutter Soatabet hat Präsident Assisi, ob fürs Bessere oder Schlechtere, sich entschuldigt. Öffentlich am nationalen Fernsehen hat er gesagt, was ihnen angetan wurde, ist inakzeptabel. Der Rechtsstaat muss durchgesetzt werden und wir entschuldigen uns bei Ihnen und allen ägyptischen Frauen für was Sie erlitten haben. Wir müssen unterscheiden zwischen Rhetorik und Aktion, nicht wahr? Wieso werden Menschen nicht zur Rechenschaft gezogen, wird ja gefragt. Ich sage, Präsident Morsi, wäre er an der Macht gewesen, hätte er sich nicht mal entschuldigt. Denn bei Präsident Morsi gab es ganz starke Gewalttätigkeit gegen Frauen und man hat gesagt, er muss sich entschuldigen öffentlich und er hat das nicht getan. Was ich sagen will, ist, dass die Situation dadurch kompliziert wird, dass die Ideologie eines Regimes eben wichtig ist. Und ich behaupte auch, dass von 2011 bis jetzt Ägypten nie wirklich demokratisch war, obschon es Wahlen gab. Wir hatten Wahlen ohne Demokratie, weil wenn die vulnerabelsten Teile der Bevölkerung nicht geschützt werden, ist das keine wirkliche Demokratie. Also obschon man eine sogenannte Demokratie hatte und auch heute nicht eine wirkliche Demokratie hatte, gibt es Autoritarismus in verschiedenen Farben und der hat einen großen Einfluss auf die Frage der Geschlechtergleichheit und des sozialen und religiösen Pluralismus. Und ich behaupte hier, dass die Situation während der Regierung von Morsi ist, dass an der Basis sehr viel geschah, das nicht wahrgenommen wurde in öffentlichen Statements und Gesetzen nicht wiedergegeben wurde. Aber das hatte zu tun mit dem täglichen Erleben. Dann der nächste Punkt, der auch sehr wichtig ist, wie ich glaube, ist der Punkt der Bürgerschaft unter Präsident Morsi. Es gab keine Gesetze, die eingesetzt wurden, die Christen und Muslime diskriminiert hätten in seiner Amtszeit. Aber
Die tägliche Praxis war so. Man hat das Gefühl, ich bin in einem Land, das mir nicht mehr gehört. Denn die tägliche Rhetorik war, wir werden es euch Kopten zeigen. Jetzt sind wir an der Macht und wir werden euch zeigen, wer an der Macht ist. Das war der tägliche Diskurs auf der Straße, so eine Warn- und Gewaltsprache. Und die Kopten, die hatten nicht für Präsident Morsi gestimmt und so wurden sie dafür dann angegriffen in der Bevölkerung. Die meisten Christen waren gegen eine islamistische Regierung gewesen, denn informell hatten sie bereits erfahren, was islamistische Führende für Auswirkungen haben auf ihr tägliches Leben. Und jetzt waren die an der Macht, die Muslimbrüder, und die hätten inklusive Lösungsansätze auf politischer Ebene annehmen können. Die hätten zeigen können, unsere islamische Demokratie schließt alle ein, wir machen keine Unterschiede, Frauen sind eingeschlossen, wir unterscheiden nicht zwischen Christen und Muslimen. Die hätten das tun können, aber das war leider nicht der Fall. In der täglichen Praxis, das tägliche Erleben, was wir im ethnografischen Forschen herausfanden, fanden solche Dinge statt, wie zum Beispiel, man geht an den Gemüsestand und der sagt, nein, 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 den Christen verkaufe ich kein Gemüse. Ich sage nicht, dass religiöse Diskriminierung nicht schon lange stattfand in Ägypten. Nein, nein, es gibt das schon lange und es gab diese Wurzeln, aber es ist ganz stark intensiviert worden in dieser Zeit. Jetzt, am 30. Juni 2013, dieses Bild haben Sie wahrscheinlich nicht gesehen an Ihrem Fernsehen und auch nicht in Ihren Zeitungen wahrscheinlich. Es ist ganz interessant. 30. Juni 2013, die Anzahl Ägypter, die auf die Straße gingen gegen das Regime von Präsident Morsi, war viel größer als im 2011. Obschon wir da etwa 40 BBC-Korrespondenten in Tahrir Platz hatten und 2013 kam es kaum in den Medien. Wer sind die Leute? Das sind Millionen, die Menschen, die Sie sehen. Wer sind sie? Was wollen sie auf der Straße? Mein Punkt ist nicht zu behaupten, dass das Regime, das an der Macht war, demokratisch wäre, sondern es geht darum, den Puls der Menschen zu verstehen, wieso die aufstanden. Ein Jahr nachdem der Präsident Morsi gewählt wurde. Das können jetzt nicht Kopten sein. Die sind viel zu wenig Prozent, um hier alles Kopten zu sein. Das sind also auch viele Muslime hier auf der Straße. 2014 machten wir eine Umfrage. 2400 Leute waren in der Stichprobe. Wer die Methodologie kennen möchte, dann sage ich es Ihnen gerne nachher. Ich habe zu wenig Zeit auf die Statistikmethodologie und qualitativ und quantitativ jetzt einzugehen. Also, wir haben eine Stichprobe genommen, von denen, die sich gegen das Regime stellten. 80% Muslime, 20% Christen, 50% Stadt, 50% Land, 50% Frauen, 50% Männer. Dann haben wir das Schneeballsystem gebraucht. Wir haben sie gefragt, wieso sind sie an diese Revolte gegangen? Und ich werde nicht alle Resultate weitergeben, aber zwei Dinge. Wieso haben die Leute am Aufstand teilgenommen? Erstens, 35,8% sagten, diese Muslimbrüderschaftisierung. Was meinten sie damit? Sie meinten, dass es ein Monopolisieren der politischen Macht, wirtschaftlichen Macht gab, der Muslimbrüder. Das hatten sie nicht erwartet gehabt. Als sie Präsident Morsi gewählt hatten, hatten sie erwartet, dass er eine inklusive Regierung und soziale Ordnung schaffen würde. Der zweite Grund war die wirtschaftliche Situation, die sich verschlechtert hatte. Es ist immer noch sehr düster wirtschaftlich gesehen im Land. Und die Muslimbrüderschaft, weshalb die Leute das an zweiter Stelle als Grund angaben, weil die Muslimbrüder so hohe Erwartungen geschafft hatten unter den Ägyptern. Sie werden alle Arbeitsplätze haben, alle ein Zuhause haben. Sie haben so viele Erwartungen geschürt und als diese Erwartungen sich nicht erfüllten, waren die Leute frustriert. Der dritte Grund für den Protest war mangelnde Sicherheit. Die Leute fühlten sich nicht sicher. Und diese Variation zwischen Christen und Muslimen in den Resultaten war minim. Das heißt, diese drei Gründe wurden von Muslimen und Christen genannt.
Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Wenn wir von Sicherheit sprechen, geht es aber nicht nur dort um die Frage, wie in den Fokusgruppen, was meinen Sie denn, wie empfinden Sie die Sicherheit? Es geht nicht nur darum. Es war nicht nur eine Frage im Sinne von einen Polizisten auf der Straße sehen oder eine Polizistin, aber leider haben wir wenig Polizistinnen in Ägypten, sondern es ging auch um soziale Kohäsion, auch ums Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören, wo die Gemeinschaft sich auch für einen einsetzt. Diese Kohäsion, dieser Zusammenhalt wegen des islamischen Diskurses im Sinne von, wir sind jetzt an der Macht, wir zeigen euch, wie die Islamisten die islamische Regierungsform gestalten, hat die soziale Kohäsion gestört. Auch für Muslime, die Muslime sind und den Glauben leben, aber vielleicht nicht im Sinne der Muslimbrüder leben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Das Thema heute ist Pluralismus, denn ich glaube, wenn Ideologie, zum Beispiel was religiösen Pluralismus und Geschlechtergleichheit anbelangt, das einen Einfluss hat auf diejenigen in der Gesellschaft, die nicht jetzt so leben möchten wie die Mehrheit. Künstler, Muslime, die den Islam nicht auf eine bestimmte Weise leben wollen. Atheisten auch. Menschen, die Muslime sind, aber eher links ausgerichtet oder eher revolutionär eingestellt. Also das Gefühl, dass man marginalisiert wird, untergräbt den Pluralismus in seiner vielfältigen Ausdrucksweise, ob es das Geschlecht anbelangt, die Religion anbelangt oder die Toleranz gegenüber denen, die ihren Glauben anders leben möchten oder keinen Glauben leben möchten. Dann gibt es auch die Behauptung, wo man sagt, ja, wir anerkennen, dass viele Ägypter sich gegen das Regime stellten, aber die sollten trotzdem nicht abgesetzt werden, sondern reformiert werden. Wir fragten die Leute, ob sie das möchten, eine Reformation der Regierung, aber 69%, als wir diese Umfrage machten, 30. Juni 2013, war, nein, wir wollen, dass Präsident Morsi abgesetzt wird, wir wollen, dass er geht, sagten diese 69%. Nun, wir haben in der Umfrage nicht gefragt, sollte Assisi an die Macht kommen, das haben wir nicht gefragt, die Präsidentenwahl hat da noch nicht stattgefunden, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, festzustellen, dass die Ägypter ausdrückten, genau wie sie das im 2011 taten, dass sie diesen Präsidenten nicht mehr wollten und dass sie das Gefühl hatten, er hatte seine Legitimität verspielt in ihren Augen. Wenn sie diese Aufstände verfolgt haben, gab es diese Roadmap. Was sieht man hier auf dieser Rechten. Auf Ihrer rechten Seite sehen Sie die Patriarchen der koptisch-orthodoxen Kirche, neben ihm der vom Al-Hassad-Institution, dann ein Militärangehöriger und dann finden Sie unter diesen Leuten auch Mohammed al-Baradiri, den Nobelpreisträger, der tatsächlich Teil war der Verhandlungen, um Morsi abzusetzen und der einverstanden war, dass Morsi zurücktrete. Und dann haben wir noch andere politische Kräfte, auch die Judikative ist vertreten. Und die waren auf einen Plan, die haben sich geeinigt auf einen Plan, erste Parlamentswahlen und dann Präsidentschaftswahlen. Und der große Fehler der Kesha war dann die Präsidentenwahl zuerst und dann die Parlamentswahl. Nach der Absetzung von Präsident Morsi hatten wir, was die Zeit anbelangt, physisch gesehen den schlimmsten Angriff gegen Christen. Das ging gegen Schulen, gegen Kirche, gegen Bücherläden, gegen Waisenhäuser. Wir hatten seit langem keine so schlimmen Angriffe mehr erlebt. Natürlich gab es immer sektarisch motivierte Angriffe, aber 64 Orte wurden hier abgefackelt, inner 72 Stunden abgefackelt oder geplündert.
Wir haben etwa 3% der christlich basierten Institutionen verloren innerhalb 72 Stunden. Und das war von diesen Muslimbrüdern und Pro-Mursi-Leute, weil sie nicht glücklich waren, dass die Demonstranten zu gewalttätig angegangen worden waren. Es gab, die Demonstrierenden haben Gewalt eingesetzt. Es gab Demonstrierende, die gegen Muslimbrüder vorgegangen waren, und Muslimbrüder hatten ihr Leben verloren, und das war die Reaktion der Muslimbrüder auf das. Aber es gab keine Erklärung, wieso die jetzt plötzlich Gottesdiensthäuser angriffen und Institutionen, die nicht pro Morsi gewesen waren, aber die waren nie gewalttätig gewesen, diese Institutionen gegen die Muslimbrüder. Noch hatten sie mobilisiert gegen die Muslimbrüder. Das heißt, der Zoll war sehr hoch, der Preis war hoch. Aber man hat den Kopten gesagt, verlasst eure Häuser nicht, verteidigt eure Kirche nicht, wenn die abgefackelt werden, dann werden sie halt abgefackelt. Bleibt einfach zu Hause, um euch zu schützen. Das war so, was gesagt wurde, damit nicht noch mehr Gewalt geschehe. So wurde den Kopten mitgeteilt. Was bedeutet das für die jetzige Situation, für dieses Post-2013? Diese Muslim-Brüderisierung, wenn ich so nennen kann, ist ein bisschen zurückgegangen, aber es gibt eine Salafisierung, und das kommt vom Salafismus. Das ist eine sehr radikale Bewegung, die jetzt global verbreitet wurde unter Muslimen und viel Einfluss hat überall auf der Welt, indem sie auch Institute haben, wo sie ausbilden. Und die Bürgerschaft ist jetzt nicht mehr vermittelt durch Religion im täglichen Leben. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Es wird nicht mehr gesagt, warte nur und wir zeigen es dir, wir sind jetzt an der Macht. Das hat sich jetzt verändert, diese Behauptung. Aber es gibt Besorgnis, so wie Al-Hasar diese inklusive Politik nicht unterstützt. Die Zeit der blauen BH-Frau haben sie diese Praktiken nicht verurteilt, wie ich sagte. Also die, die immer sagten, es braucht die moderaten islamischen Orte, die etwas propagieren. Ich sage, wir müssen sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich sage wir, meine ich diejenigen, die diesen Dialog mit Al-Hasar betreiben, aber ich meine auch diejenigen, die eben einfach die ägyptischen Muslime sind, die versucht haben, Al-Hasar zur Rechenschaft zu ziehen und die nicht unterstützt worden sind und die auch nicht ihren Platz einnehmen durften, deren Stimme nicht gehört wurde. Ich überspringe nun etwas. Die Situation heute ist immer noch so, dass der religiöse Pluralismus ganz stark eingeschränkt wird. Es ist wie eine Hexenjagd, kann man sagen. Oh, hast du etwas gegen den Islam gesagt? Auch wenn man nichts gesagt hat, man wird schon wirklich verfolgt. Man wird vors Gericht gezerrt, und das Gericht ist Komplize in dem. Das heißt, es gibt zu wenig Rechtsstaatlichkeit. Das ist ein Problem. Aber die soziale Kohäsion hat sich verbessert. Ich gebe ein kleines Beispiel aus der Forschung. 2012 machte ich ein Interview mit einem armen Tagesarbeiter auf dem Land. Und er war in Tränen, als er mir das erzählte. Und ältere ägyptische Männer, die sieht man selten in Tränen, besonders wenn eine Frau gegenwärtig ist. Aber er war in Tränen, als er mir Folgendes erzählte. Was ihn am meisten besorgt machte in den Veränderungen des Landes war, in der Pause hat er immer mit den muslimischen Arbeitern auf dem Feld zusammen gegessen. Die haben ihr Picknick geteilt und zusammengesessen und gegessen. Und dann sagt er, 2012 haben wir nicht mehr zusammen gegessen. Wir waren getrennt. Und das hat ihn innerlich zerbrochen. Er hat gesagt, wir haben doch zusammen den Acker bearbeitet. Wieso dürfen wir nicht mehr zusammen essen? Im 2014 sagte er dann, wir essen jetzt wieder miteinander, ohne dass man sich formell die Hand reichte.
ganz informell haben die Leute angefangen, sich wieder zusammenzusetzen. Ich sage, dass die Diskrimination immer noch in einer gewissen Form da ist. Es gibt immer noch große Besorgnis, aber im täglichen Leben können wir sagen, dass Menschen wieder ein bisschen in sich gehen und merken, was uns vereint, ist doch mehr als was uns trennt. Das ist ein positiver Trend. Was die Frauengleichheit anbelangt, haben wir die größte Anzahl an Frauen gesehen, die im ägyptischen Parlament repräsentiert sind seit der Geschichte. Die Muslimbrüderschaft 2012 im Parlament hatte 3% Frauen. Was noch wichtiger ist, dass die Zahlen, wir wollen ja nicht Frauen nur im Parlament, die da nichts tun und nur einen Stuhl wärmen. Das wäre ja für gar nichts. Die Frauen, die 2012 im Parlament waren, die haben nicht für die Pro-Frauen-Agenda gekämpft. Die haben nicht sich eingesetzt für Frauenrechte. Ja, die haben schon für ein Gesetz gestimmt, das den Frauen von Haushalten von Frauen geführt wurden, mehr wirtschaftliche Rechte gab. Das war gut, aber das kam eigentlich 3-4 Jahre vorher von der feministischen Bewegung. Immerhin haben die das unterstützt, dieses Gesetz. Aber alles andere, was mit der Ermächtigung der Frauen zu tun hat, wo man gegen diese Geschlechterhierarchie vorgegangen wäre, das haben sie nicht unterstützt. Zum Beispiel, dass man die Frauengenitalverstümmelung kriminalisiert und so. Die Frauen, die jetzt im Parlament sind, die sind ja jetzt erst etwa ein Jahr dort, die sind jetzt für die Frauenrechte. Zum Beispiel der Fall der Großmutter Suat Abed kam vor das Parlament und die haben gesagt, es braucht eine parlamentarische Untersuchung. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Wichtigkeit des Vertretenseins zählt. Nicht nur vertreten sein, sondern sich auch einsetzen für Gleichheit. Es gibt nach wie vor sexuelle Belästigung, aber viel weniger. Und ich glaube, das hat sich gebessert, weil die Sicherheitskräfte besser präsent sind und auch die Islamisten nicht mehr an der Macht sind, glaube ich, weil diese Rhetorik des Zudeckens jetzt weniger stattfindet, weil man jetzt zulässt, in der Rhetorik auch, dass man auf der Straße ist als Frau. Die ägyptische Gesellschaft wurde also progressiver, mehr für die Rechte der Frauen, glauben, dass die Frauen sich, aber wenn man meint, die Frauen dürfen jetzt anziehen, was sie wollen und niemand stört sie dabei, ist es doch nicht so. Nein, es gibt noch viel Diskriminierung, aber in der alltäglichen Rhetorik wird nicht mehr immer gesagt, die Frauen haben kein Recht, auf der Straße präsent zu sein. Das ist stark zurückgegangen, aber trotzdem haben wir noch Angst vor der Salafisierung. Was bedeutet es für die Region und für Syrien? Was bedeutet es für Jemen, wenn der zivile, der Bürgerkrieg enden würde? Ich glaube, das Erste ist, Ideologie ist wichtig. Wenn man sagt, es gibt einen Bürgerstaat, einen zivilen Staat, dann denken wir einen nicht-militärischen Staat. Aber zivil soll auch heißen nicht-theokratisch. Das Beispiel aus Osteuropa und Lateinamerika, da waren immer so Kämpfe gegen Militärregimes. Was wir dabei aber vergessen ist, dass Theokratie auch ganz schlimme Auswirkungen haben kann auf die Qualität der Demokratie, auch wenn sie gewählt wurde, die theokratische Regierung. Und der zweite Punkt, der ist besonders wichtig für Syrien, dass wir die gleichen Fehler nicht wiederholen, die wir im Nahen Osten begingen, nämlich, dass man sagt, Wahl und Demokratie ist das Gleiche. Ich sage überhaupt nicht, dass wir nicht wählen sollen. Natürlich sollen wir wählen, aber Wahlen müssen zur richtigen Zeit abgehalten werden, in einer sicheren Situation abgehalten werden, wo Menschen nicht terrorisiert werden rund um die Wahlen. Dann ist es nötig, dass die politische Ordnung verhandelt wird durch Konsens, dass wer immer an die Macht kommt, nicht eine Tyrannei einführt, nur weil er die Mehrheit hat. Es braucht Rechte für künstlerischen Ausdruck, es braucht
Menschenrechte, dass Menschen ihren Glauben wählen dürfen, dass Gleichheit geschieht und so weiter. Und der dritte Punkt ist die Gefahr, dass man regional und national die Machtverhältnisse so konfiguriert. 2013 war es ganz anders als jetzt. Ein Problem damals war, dass es eine westliche Kritik gab des Menschenrechts, der Menschenrechte. Es gibt Menschenrechtsprobleme, die muss man angehen, aber es wurde auch nicht anerkannt, dass die durchschnittlichen Ägypter terroristischen Aktionen ausgesetzt sind, dass Menschen in die Luft gesprengt werden. Und man fragt, wieso ist es so, wenn Menschen im Westen in die Luft gesprengt werden, im Westen, dann gibt es einen Aufruhr und bei uns ist das allen egal. Ich versuche einfach, den Puls der Bevölkerung in Ägypten weiterzugeben. Das sagte mir der Coiffeur. Der Coiffeur sagte mir, ich verstehe das nicht, du lebst ja in Großbritannien, jetzt sag mir das. Ich habe Mitleid mit den Leuten in Belgien, die in die Luft gesprengt wurden. Wieso ist es denn so, wenn Terroristen aus dem Sinai uns angreifen? Und wir sind nicht Polizisten, wir sind nicht bewaffnet. Wieso ist es dann so, dass wenn wir täglich dem Terrorismus ausgesetzt sind, dass das allen egal ist? Und ich bin nicht Teil dieser Kämpfe, sondern als Akademikerin versuche ich, den Punkt rüberzubringen, dass die Situation sich verkomplizierte durch die Tatsache, dass es starke terroristische Netzwerke zwischen Libyen, Jemen und Syrien und Irak gibt. Es ist nicht nur ISIS, der Islamische Staat, sondern es gibt auch einen Autor, einen muslimischen Autor, der war Teil der Dschihadi-Bewegung und der hat einen Artikel geschrieben, ich kann Ihnen den Zugang geben, das ist online einsehbar. Und er schreibt, dass diese Netzwerke eine ganz starke Basis in der Region aufbauten seit 2011. Und das bedeutet jetzt überhaupt nicht, dass wir die Menschenrechte nicht benötigten, sondern das will einfach sagen, dass wir auch in Betracht ziehen müssen, dass solange es diese Bedrohungen gibt, leider die Sicherheit nicht immer stark genug ist und manchmal sogar Menschenrechtsverletzungen begeht. Und dass es da ein Gleichgewicht braucht zwischen Pluralismus und Respekt vor Rechten. Ich komme zurück auf einen früheren Punkt. Ich glaube immer noch, dass was noch fehlt im Puzzle, und das ist mein letzter Punkt, ich danke auch, dass Sie so geduldig zuhören, ich hoffe, Sie brauchen kein Panadol, dann das ist die Frage der Regierung Al-Aswar. Al-Azhar ist nicht nur einflussreich in Ägypten, sein Regime ist in der ganzen sunnitischen Welt von Einfluss. Und wenn wir von einer Gegensprache gegen diesem dem sprechen, was der Islamische Staat propagiert, reicht es nicht länger zu sagen, der Islamische Staat spricht nicht im Namen des Islam. Das reicht nicht, es muss weitergehen. Wir müssen sagen, nun, wir anerkennen sie nicht einmal mehr als Muslime. Aber man ist nicht so weit gegangen. Man hat sich gescheut, so weit zu gehen. Aber das ist wichtig, das wäre das richtige Signal. Genauso wie im Fall der Frauen, deren Kleider man vom Leib riss, erwarten wir von Al-Assad, dass er hervorkommt und sagt, wir sind gegen jegliche Gewalt, die den Frauen die Würde wegnimmt. Und das ist nicht zu qualifizieren, egal ob jemand protestiert oder nicht, Koptin oder Muslimin ist. Das ist ein Recht für alle. Und ich glaube, das ist ein Kampf, der zu führen ist. Und jetzt zum Schluss, wirklich zum Schluss, möchte ich Folgendes sagen. Etwas ganz Interessantes geschah in der ägyptischen Gesellschaft 2011 und 2016. 2011, dieses Bild hier, ist so ein Graffiti-Bild. Das war ein Wandgraffiti in Tahrir Square, glaube ich. Und die Leute fingen an, diese Frau als
Heldin zu feiern. Man hat ihr die Kleider vom Leib gerissen. Das ist ein Zeichen der Scham, der Entehrung in der ägyptischen Gesellschaft. Und so wurde sie jetzt als Heldin gefeiert. Und die Slogan, die die Leute im Protest dann sagten, du sollst deinen Kopf hoch erheben, du bist ehrbarer als alle anderen. Und das wurde gesungen als Slogan von Männern und Frauen. Und das war so wichtig, weil es eine soziale Transformation zeigen. Frauen und Männer, die sagten, wir lassen es nicht zu, dass wir in die Falle fallen, dass politische Kämpfe auf den Körpern der Frauen ausgetragen werden. Und das ist diese Widerstandsbewegung, dieser kraftvoll ist, glaube ich. Denn die kommt von unten nach oben. Das ist nicht das bla 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 an Konferenzen, sondern das sind die Ägypter selber, die das sagen. Und das Zweite hat zu tun mit der Antwort auf den Fall Sohab-Tabet, diese koptische Großmutter, wo einige islamistische Führer, nicht die Muslimbrüderschaft, das waren so Einzelpersonen, sagten, nun, wir wollen nicht übertreiben, die Kopten, die wollen die Gesellschaft trennen und vielleicht wurde ihr ja das gar nicht vom Leib gerissen, die Kleider und so weiter. Da waren aber Muslime mit Christen vereint, die sagten, das ist inakzeptabel, das ist schandbar für das ganze ägyptische Volk, dass so etwas in unserer Gesellschaft geschehen ist und Gerechtigkeit muss für diese Frau geschehen. Und die bekam dann den Titel Sayed el-Minya, das bedeutet die Lady von Minya, anstatt die nackte Frau bekam sie den sozialen Ehrtitel, die Lady von Minya, dem Ort, von dem sie kam, Minya. Das heißt, inmitten dieser Turbulenz, des Chaos und dieser gibt es die Kämpfe, es gibt Forderungen für Gleichheit. Und ich glaube, wir können wahrscheinlich in unserer Diskussion jetzt noch mehr darüber sprechen. Danke fürs Zuhören.